Hi, lieber Astro-Rebell, herzlich willkommen zu deinem Astrologie-Kanal Zenstern Astrologie auf YouTube. Mein Name ist Emmanuel, ich bin dein astrologischer Lebensberater. Mars wird in Krebs bis 2. Juli 2019 sein. Er ist am 16. Mai in diesem Zeichen eingetreten. In diesem Video geht es um die allgemeine Bedeutung von Mars in Krebs für alle 12 Sternzeichen und Aszendenten. Mars in Krebs ist im Fall, astrologisch gesehen, heißt es, der Planet der eigenen Durchsetzung fühlt sich nicht wohl in einem Zeichen, welcher mit viel Gefühl, Empathie und Feinfühligkeit zu tun hat. Krebs ist ein Wasserzeichen, Mars ist der Planet der Handlung, es ist ein Feuerplanet und deswegen fühlt sich Mars nicht wohl. Das heißt, die eigenen Handlungen werden durch den eigenen Empfindlichkeiten und Sensibilitäten verhindert oder gestört. Und es kann auch geschehen, dass man für das Wohlbefinden im Alltag kämpft, für sein Wohlbefinden, für das Wohlbefinden seiner Familie, dass man auch versucht, mehr Sicherheit im Leben zu bekommen. Denn Krebs, das Sternzeichen Krebs, hat mit emotionaler Sicherheit zu tun. Jetzt werden wir ganz kurz hören, was die Bedeutung von Mars in diesem Zeichen für euch allen allgemein bedeutet. Und ich möchte hier betonen, dass diese eine allgemeine Voraussage ist, keine individuelle Prognose, denn dafür bräuchte ich die Daten von den einzelnen Personen. An dieser Stelle möchte ich jetzt mit dem ersten Zeichen beginnen. So, lieber Krebs, ich beginne mit dir, denn Mars wird bis zum 2. Juli in deinem Zeichen sein. Das heißt, es stellt sich für dich eine große Herausforderung. Diese Herausforderung hat damit zu tun, dich selbst zu behaupten und deinen persönlichen Anliegen zu durchsetzen, ohne Konfliktsituationen mit anderen Menschen zu haben. Es kann sein, dass du dich in dieser Zeit von äußerlichen Umständen eingebremst fühlst oder auch eingeschränkt, ja? Entweder wirst du deine Meinung direkt und fordernd äußern oder du wirst dich komplett zurückziehen, nichts sagen, denn du hast auch Angst, deine eigenen Gefühle oder auch fremde Gefühle zu verletzen. Du wirst Schwierigkeiten und eine gewisse Spannung in zwischenmenschlichen Beziehungen erleben, vor allem aufgrund von häuslichen oder familiären Angelegenheiten. Wir dürfen nicht vergessen, dass dein Zeichen mit dem Thema Familie und emotionale Sicherheit zu tun hat. Lieber Löwe, mit Mars in deinem 12. Haus in Krebs stellt sich die Herausforderung dar, dich richtig für die richtigen Dinge einzusetzen. Und es kann auch Verwirrung geben bezüglich dem, was du tust, weil du merkst, du bist am Ende deiner Kräften. Das heißt, deine Kräften lassen nach, körperliche Kräfte, emotionale Kräfte, geistige Kräfte. Das heißt, es ist eine besonders schwierige Zeit für dich, denn diesen Bereich in deinem Horoskop ist der Bereich, in dem du dich eigentlich zurückziehen solltest und im Hintergrund arbeiten solltest. Aber Mars ist eine störende Energie, die dazu führt, dass du etwas verwirrt in deinem Alltag bist, denn du hast sehr viel Last, ja, sehr viel
Druck und das kann auch besonders für dich belastend sein. Es ist eine Zeit, in der du verborgene Zusammenhänge erkennen solltest, damit du mögliche Schwierigkeiten und Probleme löst. Und das solltest du vernünftig machen. Darin besteht die Schwierigkeit. Du solltest dir deinen eigenen unbewussten Motivationen und Verhaltensmuster anschauen und somit diese Zeit ohne Verletzungen zu erleben. Im Alltag bist du unzufrieden und genervt aufgrund der jetzigen Umstände. Vielleicht hast du die Neigung, herumzujammern, aber nichts dagegen zu machen, gegen dem, was dich stört. Ja, also man jammert und jammert, aber das bringt nichts, lieber Löwe. Du solltest geduldig im Hintergrund arbeiten und Stück für Stück in dieser Zeit raus aus Situationen kommen, die sehr belastend für dich sind. Liebe Jungfrau, Mars in diesem Zeichen ist ein Hinweis dafür, dass du deine Kräfte gemeinsam mit anderen Menschen richtig einsetzen solltest, ohne Konflikt auszulösen oder dich in deinem Handlungsraum eingeschränkt zu finden. Ja, also du erlebst Gruppensituationen, bei denen du fremdbestimmt werden kannst oder leicht von den Gefühlen von anderen Menschen beeinflusst wirst. Und hier würde ich dir empfehlen, nicht zu empfindlich sein, dein eigenes Ding erledigen. Und du musst auch nicht die Erwartungen von anderen Menschen oder von der Gruppe erfüllen, vor allem die Erwartungen der Familie. Ja, ich würde dir empfehlen, deine eigenen Sachen, deine eigenen Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen und dich nicht von anderen Menschen führen lassen. Es können sich Gruppensituationen ergeben, bei denen du eine Führungsposition übernimmst. Liebe Jungfrau, liebe Waage, mit Mars in Krebs hast du eine Angelegenheit zu regeln, die dir sehr wichtig ist. Diese Angelegenheit verlangt viel Intuition und Mitgefühl. Du kümmerst dich um andere Menschen, du übernimmst Verantwortung für andere. Vor allem hilfsbedürftige Menschen, ja. Und hier solltest du nicht zu viel von anderen erwarten. Du machst sehr vieles, du kümmerst dich um vielen Dingen, ja. Und es kommt aber nicht zurück. Oder es gibt Undankbarkeit von anderen, ja. Trotz, dass du sehr viel für sie machst. Man könnte mit dieser Stellung des Mars andere Menschen leicht verletzen. Oder du könntest bei der Arbeit Konflikt mit anderen Menschen, vor allem mit Chefs, mit Angestellter erfahren, ja, auch mit Arbeitskollegen. Also Konfliktsituationen bei der Arbeit sind auch möglich. Lieber Skorpion, mit Mars in Krebs bist du nicht zu tolerant gegenüber anderen Menschen, vor allem in deinem Alltag. Du möchtest deine Meinung bestimmend vertreten, ohne viel Rücksicht auf dem, was andere Menschen denken. Und das kann auch natürlich zu Konfliktsituationen führen. Es kann aber auch sein, dass du viel unterwegs mit der Familie oder mit dem Partner in dieser Zeit bist und wenn du verreist bist, diese Reise wird sehr stressig für dich sein. Es kann eine Herausforderung für dich sein, dich für das Wohlergehen anderer Menschen einzusetzen, ohne dabei
deine Weltanschauung unbedingt durchsetzen zu wollen. Du kannst aggressiv werden, wenn man eine andere Meinung als du hat. Oder wenn du das Gefühl hast, dass das, was du gerade tust, sinnlos ist. Also die Sinnlichkeit von dem, was du tust, wird hier hervorgehoben sein. Das heißt, was du tust für die Familie, was du tust für deine Mitmenschen, das muss Sinn machen. Du solltest auch offen und ehrlich bestimmte Dinge besprechen, die dich stören. Ja, also habe bitte keine Angst, bestimmte Themen zu behandeln, liebe Skorpion. Lieber Schütze, was haben wir jetzt in deinem Zeichen? Was haben wir bei dir? Die Herausforderung bei dir besteht darin, harmonisch mit anderen Menschen bei einem Projekt zu arbeiten. Einem Projekt, in dem allen Beteiligten materielle und oder emotionale Sicherheit bekommen. Das Thema Steuer, gemeinsame Ressourcen. Diese Themen werden von dieser Kraft des Mars betont. Und das ist nicht so einfach. Hier muss man für sein eigenes Ding kämpfen. Man muss leider hier ein bisschen egoistisch sein, sich seinen Freiraum nehmen, den man braucht. Aber es könnte auch geschehen, dass man etwas beansprucht oder sich einfach etwas nimmt, was einem nicht zusteht. Und du könntest auch Konflikt mit einem Mann haben, der einfach keine Hemmungen hat und der einfach dir dein Geld oder dein Besitz wegnimmt oder wegnehmen möchte. Versteckte Aggressionen können deine emotionale Welt in dieser Zeit beherrschen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das achte Haus auch mit Geheimnissen zu tun hat. Das heißt, Dinge, die dir stören, die du nicht äußerst. Und das führt dazu, dass Spannungen sich einsammeln und das kann auch gefährlich sein. Lieber Steinbock, mit Mars in Krebs hast du eine große Herausforderung, ja, weil hier diese Stellung des Mars betrifft dein Beziehungssektor. Es wird schwierig für dich sein, in dieser Zeit deinen Willen durchzusetzen, ohne andere Menschen dadurch zu provozieren. Es wäre, ja, ratsam, wenn du gemeinsam für eine Sache mit deinem Partner oder mit deiner Familie dich einsetzt, statt gegeneinander zu kämpfen. Im Allgemeinen erlebst du eine spannende und schwierige Zeit in deinen Partnerschaften, also nicht nur privat, sondern auch geschäftlich. Streitigkeiten können in dieser Zeit leicht entstehen, weil man sehr empfindlich ist. Es wird in dieser Zeit geprüft, inwieweit du über deine Persönlichkeit hinauswachsen kannst. Also vorsichtig, dass du nicht mit anderen Menschen in Konflikt gerätst. Lieber Wassermann, mit Mars in Krebs hast du eine große Herausforderung. Du wirst Probleme haben, Dinge vernünftig und praktisch zu erarbeiten, die schon seit langer Zeit anstehen. Dinge, die du für einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben hast. Jetzt ist die Zeit, dich darum zu kümmern, auch wenn es für dich nicht so nett und nicht so schön ist. Also du solltest stark sein und deine Aufgaben fleißig erledigen, lieber Wassermann. Es kann aber auch gesehen, dass du in dieser Zeit gar keine Kritik von anderen Menschen akzeptierst. Und es wäre auch nicht schlecht, wenn du einfach die Menschen zuhörst, was sie zu sagen haben. Einfach nur zuhören. Du musst ja nicht das machen, was andere wollen. Aber es wäre auch nicht schlecht, wenn du einfach andere Menschen zuhörst.
ganz neutral, ohne Emotionen. Okay, nimm das alles nicht so persönlich, lieber Wassermann. Ich weiß, Kritik zu akzeptieren ist für den meisten Menschen nicht einfach. In dieser Zeit solltest du emotionelles Drama auf jeden Fall meiden, denn ansonsten wirst du deine Gesundheit kaputt machen. Liebe Fische, mit dieser Stellung des Mars in Krebs wirst du Schwierigkeiten darin haben, deine eigene Initiative in Tat umzusetzen. Ähnlich wie bei Wassermann würde ich dir empfehlen, einfach tatkräftig zu werden und schöpferisch zu werden. Du wirst in dieser Zeit alles ablehnen, wozu du keine Lust hast. Und ich würde dir empfehlen, deine eigenen Handlungen zu durchsetzen, egal was andere Menschen davon halten. Ja, das kann auch ein bisschen schwierig für dich sein, weil du ein sehr empfindlicher Mensch bist. Aber trotzdem würde ich dir in dieser Zeitspanne empfehlen, bitte mache dein Ding, sei eigenständig, lass dich nicht von anderen führen. Du könntest auch bereit sein, Neues mit der Familie oder mit den eigenen Kindern zu unternehmen, auch wenn nichts gesichert ist. Deine berufliche Selbstständigkeit, danach könntest du in dieser Zeit streben. Du solltest auch für mehr Gerechtigkeit an deinem Arbeitsplatz kämpfen, weil dort funktioniert etwas nicht richtig. Und hier solltest du direkt und klar den Menschen sagen, was falsch ist. Einfach deine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, das wäre nicht schlecht. Lieber Widder, bei dir ist Mars in deinem Privatlebenbereich, also dein Privatleben wird hier betont. Es kann eine Herausforderung für dich sein, den inneren Frieden zu finden oder zu bewahren. Die Suche nach Sicherheit, Bequemlichkeit und Ruhe wird erschwert. Das heißt, du bist genervt, vor allem im Bereich der Familie, im Bereich deiner unmittelbaren zwischenmenschlichen Beziehungen. Du wirst von äußerlichen Umständen oder von einem Menschen in deiner Umgebung gereizt und genervt. Man könnte über die Nutzung eines Autos, eines Zimmers oder Räumlichkeit streiten. Du solltest am besten im Hintergrund arbeiten oder auf Handlungsmethoden zurückgreifen, die sich früher nützlich erwiesen haben. Veränderungen zu Hause, die du einleiten möchtest, sind mit Schwierigkeiten verbunden. Lieber Stier, Mars in Krebs kann eine Herausforderung für dich werden. Vor allem im Bereich der Kommunikation, denn du hast die Neigung, rechthaberisch zu sein, einfach deine Meinung durchsetzen zu wollen. Und das kann zu Konfliktsituationen und Auseinandersetzungen mit deinen Mitmenschen führen. Ja, also du solltest etwas diplomatischer sein. Ansonsten könntest du mit Widerstand von anderen Menschen rechnen. Du könntest Schwierigkeiten haben, wenn du beruflich viel unterwegs mit dem Auto oder mit der öffentlichen Verkehrsmittel bist. Vorsicht, wenn du verreist oder wenn du deinen Urlaub geplant hast, hier könntest du leicht einen Unfall haben. Also es kommt darauf an, natürlich, welche Geburtskonstellation du hast. Du wirst manche emotionale Reaktionen nicht unter Kontrolle bringen können. Und ich würde hier empfehlen, das, was andere Menschen von dir behaupten, das soll dir auch egal sein. Das Positiv von Mars in Krebs für dich ist, dass du dadurch dir neues Wissen aneignen kannst, welches nützlich für deine weitere Entwicklung ist. Lieber Zwillinge, mit dieser Stellung des Mars in Krebs
Kämpfst du für die Erfüllung deiner eigenen Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche? Du hast den Mut, das zu verwirklichen, was du seit langer Zeit schon dir überlegt hast. Es kann zu persönlichen Auseinandersetzungen kommen, bei denen deine Existenzgrundlage oder finanzielle Stabilität in Gefahr gebracht wird. Den Drang, etwas zu haben oder zu erledigen, wird sich verstärken in dieser Zeit. Möglicherweise wirst du körperliche Arbeit zu Hause leisten und du wirst dich für Dinge einsetzen, die viel körperliche Arbeit erfordern. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. So, mein lieber Astro-Rebell, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit dem Thema Mars in Krebs. Wenn du eine individuelle Prognose brauchst oder wenn du Schwierigkeiten innerhalb der Familie mit dem Thema Wohnung, mit dem Partner, mit deinen Mitmenschen, Kollegen, Geschwister erlebst, dann kannst du dich jederzeit bei mir melden, dann kann ich schauen, wo Mars in deinem Horoskop gerade ist und dann können wir gemeinsam Lösungsstrategien finden, beziehungsweise kann ich dir helfen, diese Situation im Griff zu bekommen. An dieser Stelle möchte ich dir darauf aufmerksam machen, falls du es noch nicht weißt, ich habe eine Webseite www.zensternastrologie.com. Dort kannst du eine individuelle und persönliche Beratung buchen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.